Falsch, ne? Falscher Akkord, okay. Ich muss mal eben die Gitarre aus dem Weg tun. Piekt sonst wieder in den Bild rein, in den Schirm, in die Webcam. Ihr wisst, was ich meine. Und dann wollen wir gucken. Also bisher haben die sich hier noch nicht durchgegraben, die Leute. Wir haben diesmal jetzt auch Fallen gebaut. Hoffentlich reicht das. Wir Barrikaden können wir uns nicht bauen, weil wir momentan leider überhaupt gar keine Holzressourcen haben. Wir haben die Tiere nach draußen geschickt, damit die hier mal ein bisschen was fressen. Und wir hoffen, dass sie hier genug zu fressen finden. Trächtig, okay. Und da die hier draußen momentan auch sicherer aufgehoben sind als hier drin, wo sich jederzeit die scheiß Insekten durchgraben können. Ihr wisst, wie Alien 2 ausgegangen ist. Eine Frau hat überlebt und ein kleines Kind. Und auch das nur, weil die einen Gabelstapler-Roboter hatten. Also weiß ich nicht, wie das jetzt hier läuft. Wenn das nicht gar mehr Aliens sind als in Aliens. Und diese Riesenspinnen scheinen quasi die Hive-Königinnen zu sein, obwohl teilweise sind die männlich. Das ist ein Weibchen, okay. Prozent Fehlschlagchancen hier beim Zähmen. Der Clan der Grube befindet sich auf der Durchreise. Okay, haben die was zum Handeln dabei? Sieht nicht so aus. So schade, dass hier überall diese Skelette rumliegen und man kann aus den Knochen gar nichts machen. So schicke Stühle oder so oder Metalmöbel oder irgendwie sowas. Ja, wir könnten die Mörser natürlich gut gebrauchen gegen die Tiere. Das Problem ist halt nur, dass das alles überdacht ist und die Mörser so nicht funktionieren werden. Gucken wir mal, ob alle Waffen haben. Markus hat, wie gesagt, den Arm immer noch. Bench hat. Carsten hat ein Impulsgewehr. Naomi hat nichts und die beiden haben aber. Okay. Mal gucken, hier ist noch ein Kunstwerk fertig geworden. Mal gucken, was hier ist. Diese Schnitzerei erzählt von einem Erdmännchen, das durch die Luft fliegt, während es Backgammon mit vier Dichtern spielt. Das würde ich gerne sehen, dieses Kunstwerk. Gemacht von Ivan G. Diaz. Okay. Die Szene scheint sich außerhalb einer Kommune abzuspielen. Der puristische Stil der zentralen Szene widerspricht der unwirklichen Darstellung des Hintergrundes. Okay. Also puristisch dargestellt auch noch. Okay. Psychische Beruhigung weiblich. Eine weit entfernte Maschine des Glücks rührt sich. Sie projiziert über einen Orbitalverstärker ein psychisches Brummen an diesen Ort auf eine Frequenz, die scheinbar nur das weibliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verbessern. Sehr schön. Haben wir hier. Die sind alle unbegrenzt, okay. Warte mal. Ist Naomi auch unbegrenzt? Naomi soll doch. In die Naomi-Zone, so. Okay, da wächst zumindest schon mal Heu. Das ist cool. Waffenhändler, ein Handelsschiff ist in der Nähe angetroffen, sind unter dem Homestead Corporation OHG bekannt, sie sind Waffenhändler. Das ist cool, Waffenhändler, mögen wir, weil die können
uns vielleicht Waffen verkaufen, sagen wir mal Kerstin. Möchte den konkaktieren. So, können wir hier irgendwas verkaufen? Die beiden Marinehelme hier, dann hätten wir ein bisschen Geld. Ein legendärer Marinehelm, wow. Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier... Minigun! Eine gute Minigun und ein Sturmgewehr ist gut. Maschinenpistole, Repetiergewehr könnt ihr behalten. Die dürft ihr gerne haben. Wir möchten eine Minigun nämlich dann. Und das Sturmgewehr und den exzellenten... Oder nein, wir wollen die schwere MP. So. Haben wir hier irgendwas? L-Tex-Stab, ultra-technologischer Stab, der aus psychischem Fokusmaterial besteht. Obwohl es sich um eine solide Nahkampfwaffe handelt, dient der Stab hauptsächlich der psychischen Sensibilität und den Benutzer zu verbessern und das Wirken von psychischen Kräften effizienter zu gestalten. Monoschwert. Kristallisch-metallisches Langschwert, das mit Mechaniten erzeugt, durchsetzt es, die dafür sorgen, dass dessen Schneider auf Molekulare kann dicke Panzerungen mühelos durchschneiden, während sein geringes Gewicht schnelle Angriffe ermöglicht. Jetzt, wo wir gerade so viel Geld haben, dadurch, dass wir diesen scheiß Helm verkauft haben, klingt das nach was, was Markus gefallen würde hier. Okay. Und bionische Hand behalten wir, aber die ganzen scheiß Messerknüppel, diese ganze Kacke wird verkauft. Bla, 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 die bla. Techprint Spezialgliedmaßen. Die können wir kaufen hier. Sehr gut. Für 1100. Das haben wir noch übrig. Und wir können uns sogar noch ein paar Bauteile dann leisten. Und zwar alle. Und dann haben wir immer noch 500 plus gemacht. Das klingt nach einem coolen Tausch. Dann gucken wir mal, wo er das hinlegt. Hier, okay. So, Kerstin, du warst doch gerade dabei. Also Markus holt sich erstmal das Schwert. Gucken wir mal, wer hat Scheißwaffen hier? Der hat eine, Nussi hat eine Scheißwaffe. Nussi. Soll Nussi die Minigun kriegen? Ich finde, Nussi kriegt die Minigun. Rüste die Minigun aus. Damit trifft er dann, obwohl er tiefenwahrnehmungsmäßig Sturmgewehr. Sehr gut. Und das Ding hier. Okay, das tragen wir erstmal weg. Oh, Insektenkolonie hat sich vermehrt. Carsten! Aufwachen! Wende mal Techprint-Spezialgliedmaßen an. Dann trage den halt. Ihr sollt da weggehen. Hungernde Tiere, okay. Das heißt, wir können die Tiere wieder nach Tiere innen. Ganz innen, Tiere Innenhof. Da könnt ihr dann hoffentlich wieder was essen. So. Wir brauchen mehr Leute, die Feldarbeit machen. Zu viele Felder hier, die noch unbestellt sind. Es ist wichtig, dass wir gleich damit anfangen hier, bevor es am Ende Sommer wird oder so. Und die ignorieren wir einfach mal hier oben.
Die haben wirklich alle jetzt gute Waffen. Ja, Lucy hat die Minigun. Was ist das hier? Schwere MP, gut. Schwere MP normal. Okay, der hat also schon eine bessere. Warum immer noch hungernde Tiere? Die sind doch alle hier jetzt, wo Essen rumliegt. Das stehe ich nicht. Fressattacke Carsten. Carsten frisst sich durch unsere Vorräte. Das geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war stärkere Schmerzen. Okay. Passiert. So, das können wir auch noch mal schick machen hier. Wollen wir den Fußboden hier auch noch schick machen? Werkstatt abscheulich. Vielleicht sollten wir das machen. Wenn die Werkstatt abscheulich ist, klingt nicht so angenehm für die Leute, die drin arbeiten. So. Was ist mit Theresa eigentlich hier? Stichnarbe, Reisender gefangen genommen, stark beschädigte Kleidung. Mit etwas Glück graben die so viel. Graben die so viel, dass sie hier, dass denen die Decke auf den Kopf fällt. Das wäre schön. Mit etwas Pech machen die unsere. Haben wir hier noch irgendwas liegen? Nee, ne? Alles weggetan, ne? Ja. Mann, Mann, Mann. Kann man die? Ja, man kann die neu montieren. Das ist ja großartig. Kann man die ja auch da hinstellen, dass sie im Zweifel hier. Hätte ich das gewusst, sag mal. Ja, Insektenkolonie hat sich vermehrt. Könnten mich doch alle mal. Ja. Was ist los mit denen? Ach, da brennt's. Warum laufen die Tiere alle durchs Feuer? Die verhalten sich nicht, wie Tiere sich normal verhalten. Ist doch so Geheimatzone. Warum macht ihr das dann nicht gleich? Okay, neu montieren. Ah.
Ach je. So. Ich dachte, ich hätte die alle schon weggetragen hier, aber scheinbar nicht. So. Dann können wir eigentlich auch die Turrets hier reintragen. Die brauchen wir hier ja auch nicht so dringend momentan, ne? Können wir hier noch ein paar hinmachen, nur für den Fall. Landen da gleich Piraten, ich sehe es schon kommen. Ach ja, die Insektenkolonie vermehrt sich. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ihr sollt mal lieber reingehen und ihr die schwangeren Tiere bitte auch. So. Aber wie lustig die hier rumgraben um die Batterien, so, um die ja nicht kaputt zu machen. Das finde ich gut. Finde ich nett von denen. Jeez Louise. Ihr könnt hier oben hin. Hier oben dürft ihr hin. Königlicher Tributeintreiber. Ja, kommen Sie mal hier hin. Ob das reicht. Aber den wollen wir mal hier hin montieren. Weil wenn der zu nah dran steht, dann haben die ja überhaupt gar keinen Grund, hier durch die Fallen zu laufen. Ah.
Hier ist auch noch einer sehr nah dran. Warte, warte, warte. Tiere innen. Ja, die haben die Fallen noch als Gebiet, wo sie hin dürfen, ausgewählt. Das ist keine gute Idee. So. So. Leute innen auch. Aber das muss dann halt so sein. Kühlschrank, Tiere innen, Hof. Ach so, die gehen nur hier raus dann. Okay. Das macht aber nur Sinn, wenn da auch Pflanzen stehen. Mechanoiden-Cluster-Vermeidung, Naomi-Zone. Naomi soll bitte auf keinen Fall durch die Fallen laufen. So. Durch die hier auch nicht. Fleischresser, Fütterungs, ganz innen, Tiere außen. Okay, gut, der Rest kann so bleiben. Ja, nie einer drin gewohnt hier in diesen wunderbar eindrucksvollen Gästezimmern. Das ist so eine Scheiße da. Ganz ehrlich. Na, mal gucken, wie sieht jetzt. Das ist immerhin durchschnittlich jetzt die Werkstatt hier. Das ist doch schon mal gut. Menschen in den Wahnsinn treiben. Eine weit entfernte Archäotechnologie sendet über einen Orbitalverstärker psychische Signale aus, die Menschen in den Wahnsinn treiben. Quelle unbekannt. Das fehlt uns ja gerade noch. Ich muss mal eben so die Kamera justieren. Das soll alles einstürzen. Ich find das gut, wenn das einstürzt. Ich meine, hier haben wir auch noch Batterien. Das heißt, auf die sind wir nicht wirklich angewiesen. Wenn da alles einstürzt. Siehst du, da sind auch Fallen. Tiere innen. Schwupp. Und schwupp. Oder es war Leute innen. Okay, Leute in. So. Nur für den Fall, dass was zu reparieren ist hier. Menschenjagendes Rusel, das menschenjagende Nashörner? Nashörner? In das Gebiet eingedrungen. Sie werden die Region durchstreifen und jeden Menschen in Sichtweite angreifen. Um ihren Hunger nach menschlichem Fleisch zu stillen. Der Grund für ihren Wahnsinn ist eine Krankheit,
die sich Skaria nennt. Sie werden keine Türen angreifen, es sei denn, sie sehen jemand durch die Tür gehen. Solange du dich drinnen versteckst, solltest du sicher sein. Außerdem werden sie keine Geschütztürme angreifen, die vom Stromnetz getrennt sind. Die Nashörner werden die Gegend in ein oder zwei Tagen wieder verlassen. Du kannst dich verstecken und abwarten oder gegen sie kämpfen. Ja gut, dann wird natürlich verstecken und abwarten. Ich muss mich ja hier für die 12.000 Käfer bereithalten. Gut, dann wollen wir mal gucken. Geht ihr mal alle innen und die Leute gehen auch nach innen. So. Zeitplan, Leute innen. Wo sind die Nase? Ach, da. Oh, wow! Scheiße, die Nashörner greifen die Besucher an hier. Okay. Gut, das hat sich schnell erledigt mit den Nashörnern. Können die nicht vielleicht auch die Käfer tot machen? Naomi kommt weiter in die Naomi-Zone, so. Und dann würden wir sagen, wird das hier mal. Das wird hier mal alles eingesammelt, ne? Sofern möglich. Und Kerstin kann mal mit dem Exodus-Imperium handeln. Theresa können wir verkaufen. Ach so, das sind die Steuereintreiber. Wir können den Theresa verkaufen, verschenken. Aber das lassen wir mal lieber. Schleppen wir das Nashorn schon mal rein hier. Eine super Handelskarawane seid ihr. Oh, da haben wir jetzt auch ein totes Nashorn für unsere Kühlkammer. So viel zu dem menschenjagenden Rudel. Oh, siehste. Da haben wir immerhin ein paar Nashörner zum Essen. Junge Hirschkuh, okay. Sowas aber auch. Ratte und Woody prügeln sich. Okay, das interessiert mich jetzt nicht, worum es da ging. Ratte und Woody sind nicht von Konsequenz. Sag mal, haben wir nicht irgendjemanden, der hier sauber macht? Bench zum Beispiel. Und Naomi. Naomi macht viel zu viel gerade. Okay.
So, aufsehen und reinigen kann sie mal. Und Bench hatten wir eigentlich auch auf reinigen gestellt. So. Wird mal Zeit, dass das alles wieder, das ganze Blut wieder wegkommt hier. Siehste, geht doch. Sieht doch alles gleich wieder schick aus jetzt. Während Jefim die Werkstatt verschönert, die mittlerweile sehr eindrucksvoll ist. Und die Insektenkolonie vermehrt sich lustig. Aber noch in andere Richtungen. Was ist hiermit? Die Bauteile bleiben heil, weil das ist ja nicht draußen hier. Insofern können die ruhig alles, alle Rohstoffe, die sie hier finden, abbauen. Ich brauche die dann nur noch einsammeln, wenn die Insekten irgendwann mal weg sind. Jo, aber das war's auch schon wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Like das Video, kommentiert und eventuell könntet ihr auch diesen Kanal abonnieren, wenn ihr möchtet. Und dann sehen wir uns dann Dienstag wieder. Bis dann und tschüss.